Und dann wollen wir uns gemeinsam noch einmal dieses sensationelle Freispringen von der Körung in Handorf anschauen. Und ich muss wirklich sagen, es waren ja alle begeistert. Und es war ein überragendes Chörlot im Punkto Springen in Handorf in diesem Jahr. Und dann kam dieser Hengst und er sprang noch eine Nummer anders als die anderen Pferde. Ja, und jetzt gucken wir uns das einmal kurz an. Auch hier sieht man im Grunde schon, wie schön, wie locker er sich bewegt. Ein Pferd, wenn wir den freilaufen lassen. Ich habe das Pferd noch nicht einmal im Kreuzgalopp gesehen. Der ist immer im richtigen Galopp. Und wenn er die Richtung wechselt, macht er seinen fliegenden Wechsel. Und er bewegt sich einfach in seinem Körper. Der Widerriss kommt hoch, dann sitzt Schnellkraft dahinter. Es ist alles überhaupt kein Problem. Das sind ja jetzt noch die Kleinen, aber nachher, wenn das hoch wird, müssen sie mal einmal drauf achten. Natürlich haben die das Freispringen in irgendeiner Form geübt. Aber es ist ja, wenn Pferde scharf gemacht werden, es ist ja meistens so, dass sie in der Luft stehen und nicht mehr weiterkommen. Und achten Sie mal drauf, wo dieses Pferd hinspringt. Der springt ja immer noch einen Meter weiter nach vorn. Und das ist eigentlich das Faszinierende daran. Und das ist eigentlich eine Aussage sowohl für die, ja, als erstes für das grenzenlose Vermögen. Und dann geht er wieder gelassen Schritt. Na, ich glaube, es kommt noch ein Durchgang. Kennen, der Vater aus dem großen Stamm des Furioso 2, kombiniert Voltaire, der selbst international ging, und Nimmerdor. Vater vieler internationaler Top-Pferde, allen voran Nino de Boissonnet, Olympiasieger unter Steve Gerdard in London und in Rio dann Vierter. Hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ferdi von Kidam de Revel, Landgraf. Für die niederländische Equipe einer der beständigen. Schmeiß mal deinen Stock weg. Einer der ganz Großen. Und dann Cornet Obolensky, den wir vorhin schon einmal erwähnt haben. Überragender Mutterstamm noch dazu, mit diversen gekürten Söhnen. Herr Steigert, ja. Burkhardt. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind noch nicht enttäuscht, dass wir kein Freispringen machen. Aber nach Westfalen, das werden wir uns gleich noch mal hier in Ruhe begucken. Einfach Hände tief und lass ihn schön fröhlich nach vorne gehen. Waren wir in Pferden zur Anerkennung, wir waren in Vechta zur Anerkennung, wir waren in Holstein zur Anerkennung und wir mussten jedes Mal freispringen. Und ich bin froh und stolz, und das war ein gewaltiger Kraftakt, diesen Hengst zu ersteigern. Und wir wollen lange Freude und Spaß an diesem Pferd haben, weil wir der Meinung sind, es ist etwas ganz Besonderes. Ich bin seit mehreren Jahren auf der, oder habe Ausschau gehalten nach einem Springhengst. Aber ich wollte nicht irgendwelches Blut, was wir hier Land auf, Land ab, was überall vertreten ist, sondern ich wollte einen Hengst mit internationalem Springpedigree. Jan hat es ja vorgelesen, Sie werden es auch alle kennen. Vier Hengste hintereinander, 1,60 springen erfolgreich. Top-Vererber dazwischen, die wiederum Olympiapferde geliefert haben. Aber dann wollte ich auch kein kleines Pferd, weil speziell hier bei uns hier in Hannover, wir brauchen eine gewisse Großrahmigkeit wieder für unser Staccato-Blut, eine gewisse Langbeinigkeit. Und ich wollte ein Pferd, was sich in allen drei Grundgangarten sehr gut bewegt.
Und nun habe ich Ihnen ja viele Kriterien erzählt, die ich mir alle vorgestellt habe. Und den müssen Sie erst mal finden. Und dann waren wir in Westfalen und haben diesen Hengst springen sehen. Und dann haben wir uns auf dem Pflaster angeguckt und haben ihn an der Longe geguckt. Und Sie sehen, er hat einen kleinen Schreck gekriegt hier. Und nun geht dieser Dreijährige hier wie an der Schnur gezogen, trabt wunderschön locker durch den Körper, ist ganz toll zu reiten, hat ein herrliches Interieur. Und Maike macht das wunderbar. Die hilft uns jetzt ein paar Tage ein klein wenig aus. Hände runter und lass ihn mal galoppieren. Lass ihn einfach galoppieren. So, nicht dran ziehen, immer galoppieren. So, schaut euch diese Galoppade an. Kannst ruhig ein bisschen in leichten Sitz gehen. Das ist großes, kraftvolles Galoppieren. Und Dirk weiß das, Alman. Wenn wir nach Aachen wollen und da steht eine Dreifache und die bauen ja heute auch gerne mal drei Ochser hintereinander und dann stehen die Dinger noch auf 57 oder 67, dann kommen sie ohne Galopp und ohne Einstellung kommen sie da schwer rüber. Und 1,60 ist verdammt hoch. Und dieser Hengst hat das alles gezeigt. Der ist bei jedem Freispringen, was wir gemacht haben, hat das Pferd nie eine Stange berührt. Und er muss jetzt noch zweimal in seinem Leben freispringen. Das ist im 14-Tage-Test. Und dann hat diese Geschichte ein Ende. Und dann werden wir in diesem Jahr hier mit ihm schön auf dem Klosterhof decken. Und vierjährig werden wir anfangen, behutsam mit ihm ein bisschen Springpferdeprüfung zu reiten. Und fünfjährig, Professor Heike und ich, dann überlegen wir uns, wie das mit der Sportkarriere weitergeht. Und so lange wollen wir das hier ganz altersgemäß mit diesem Ausnahme-Hengst-Sportpferd beginnen.